Hallo Internet, Judah hier vom Pflegekanal. Habt ihr Lust, was Neues dazuzulernen? Dann schnappt euch eure Notizbücher. Hier ist der neue Mittwochsquickie. Für den Mittwochsquickie Nummer 8 haben wir folgende Themen vorbereitet. Beim Positionieren von bettlägerigen Menschen werden oft falsche Hebetechniken angewendet. Durch Zeitdruck oder halt durch das fehlende Wissen. Es muss ja nicht immer eine falsche Hebetechnik sein. Manchmal rutschen auch die Menschen aus der Sitzposition raus. So entstehen Scherkräfte. Das heißt, der Mensch schleift über die Sitz- oder Liegefläche. Die Blutgefäße werden verengt, es entsteht eine Mangeldurchblutung und durch Mangel an Nährstoffen kommt es zum langsamen Absterben der Zellen an dieser Stelle. Mit anderen Worten, ist es eine Vorstufe des Dekubitus. Damit euch solche Fehler nicht passieren und damit andere Menschen nicht zu Schaden kommen, schaut euch einfach unsere Videos über das rückenschonende Arbeiten an, wo Hebetechniken erklärt sind, wie man halt erstens rückenschonend arbeiten kann, zweitens, wie der Mensch, der positioniert wird, so geschützt wird. Die Links für die Videos haben wir in den Kommentaren eingetragen oder ihr könnt den ersten Link hier finden, den zweiten Link hier und der dritte Link zum dritten Video ist hier. Der Mittwochsquickie. Im letzten Mittwochsquickie haben wir über die Patientenverfügung gesprochen. Wie es der Zufall so will, hatte ich in der gleichen Woche eine Fortbildung zu diesem Thema. Was ich dort mitgenommen habe, ist sehr interessant für den Arbeitsalltag. Die meisten Bewohner, laut Statistik, haben keine Ahnung, was eine Patientenverfügung ist oder wollen davon nichts wissen, da es in den meisten Fällen dazu kommt, dass ein Anwalt erwähnt wird und mit einem Anwalt werden auch gleich zusätzliche Kosten verbunden. Wenn ihr einen Bewohner beraten müsst oder halt seine Angehörigen, empfehle ich, aus dem Internet einen kostenlosen Vordruck zu nutzen. Wenn das ein Problem ist oder ihr meint, ihr seid nicht fachlich genug, um eine Beratung durchzuführen, nutzt die Seite der Bundesagentur, die eine kostenlose Beratung anbietet, per Internet oder auch telefonisch. Den Link zur Seite haben wir in den Kommentaren unter diesem Video zur Verfügung gestellt und nochmal direkt in dem Video und zwar hier. Die Pflegedokumentation ist sehr oft ein lästiger Zeitfresser, aber im Moment ist die Pflegedokumentation ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Die Pflegedokumentation ist ein Informations- und Kommunikationsmittel, mit dem alle, die in der Pflege beteiligt sind, untereinander kommunizieren. Darunter meine ich Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten und so weiter. Falls es aus irgendeinem Grund zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte, ist die Pflegedokumentation ein sehr wichtiges Beweismittel. Die Zufriedenheit der Bewohner wird auf diese Art und Weise geprüft und es wird die Qualität auf diese Art gesichert. Auch die Pflegekassen überprüfen die Qualität über die Dokumentation. Es ist auch ein Nachweis der erbrachten Pflegeleistungen und somit kann auch abgerechnet werden mit den Pflegekassen. Die Pflegedokumentation dient auch zur Berechnung, wie viel Personal wird gebraucht, da sie einen direkten Einblick bietet, welche Arbeit anliegt und in welchem Maßen. Das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt gute Informationen gefunden, die ihr in einem Fachgespräch oder in einer Klausur anwenden könnt. Wenn euch das Video gefällt, teilt es auf eurer Facebook-Seite oder schenkt uns einen Like. Empfehlt uns bitte weiter an Leute, die direkt und indirekt in der Pflege tätig sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit, seid fleißig und bis zum nächsten Mal.